geht heute mit dem Mikro, ne? Ich trage ja dicke Sohlen. Der Text, ich habe jetzt ja Zeit für eine Anmoderation. Lennart hat ja gerade schon so ein bisschen über Liebe gesprochen, über Dating und so weiter. Läuft bei mir jetzt vielleicht nicht so. Darum geht es eigentlich auch nicht direkt, aber nach dem Text, das ist einer meiner Lieblingstexte, die ich lese, wurde ich sogar schon beglückwünscht, dass ich jetzt in so einer tollen Beziehung bin und so jemanden gefunden habe. Das ist ja ein Riesenglück. Jetzt muss ich leider spoilern, dass ich jetzt nicht der Protagonist in diesem Text bin. Aber wenn ihr jemanden kennt, der genauso ist wie diese Person im Text, meldet euch. Auf Instagram heiße ich auch nur schon wieder ich. Bisher noch nicht passiert, aber ich verliere die Hoffnung nicht. Und der Text heißt Traumschaule von woanders. Was machst du gerade? Fragt Jonas am Telefon. Und ich bin ehrlich und antworte. Ich esse eine Pflaume und irgendwie füllt sie meine innere Leere nicht. Ich neige dazu, in unangenehmen Situationen sarkastisch zu sein. Ich weiß nicht, wann meine Gefühle und Gedanken zu solch einer Situation geworden sind. Aber sie sind es und ich seufze. Manchmal lache ich auch aus dem Nichts und es ist unangenehm und es tut weh, wo ich es nicht ganz fühlen kann. Jonas und ich haben letzte Woche Weißwein getrunken auf dem Balkon. Es wurde dunkel, mir wurde kalt und sein Arm um meine Schulter war warm und schwer und ich bin eingeschlafen vor Erschöpfung. Davor habe ich genauso mit ihm gelacht. Er hat seine schreckliche pinke Jogginghose getragen, die ich ihm schon einmal im Knie geflickt habe. Sie ist weich und der Stoff dünn vom vielen Waschen, aber er mag sie und ich ertrage sie, weil er sie mag. Ich zünde eine Kerze an und höre Jonas zu, wie er vom Hund seiner Schwester erzählt. Zumindest versuche ich zuzuhören. Momentan fällt es mir schwer. Alles riecht nach Frühling und seinem aufdringlichen Parfüm. Jonas ist wie ein Buch, das genau einhält, was der Titel verspricht. Seine Stimme ist sanft und seine Worte genauso. Seine Blicke sind ehrlich und ich denke, er ist es auch. Vielleicht überrascht er mich deshalb nur sehr selten, aber ich fühle mich immer sicher, weil ich weiß, was er mir antworten wird. Jonas putzt seine Brille ständig und sein Zimmer mindestens genauso häufig. Er ist immer überall zu früh und früh aufsteher. Wenn er vor mir aufwacht, räumt er häufig auf. Einfach so, weil er entspannt an aufgeräumten Wohnungen ist. Auf meinem Schreibtisch stehen immer mindestens 2 leere Tassen, neben Bergen von Blättern und Büchern mit Eselsohren. Jonas bügelt seine Hemden. Ich fühle mich manchmal schlecht, weil es sich anfühlt, als wäre ich in Jonas Leben reingeraten, ohne wirklich reinzupassen. Aber er sagt, ich habe Platz bei ihm. Und es ist okay, dass ich manchmal nicht zurückgeben kann, was Jonas mir so selbstverständlich anbietet. Weil ich es auch nicht muss, sagt Jonas. Wenn es mir gut geht, dann glaube ich ihm. Ich bin ständig so wütend, dass es mich zerfrisst. Und Jonas hat mich nur angelächelt, mit einer Dose Kidneybohnen in der linken Hand, als ich ihn das erste Mal gesehen und genervt gefragt habe, wo denn die verfickte Traumschorle ist. Das sei schon der dritte Laden, in dem ich nach dem Getränk suche. Er hat einfach nur gelächelt und mir den Weg gezeigt. Jonas weiß immer, wohin und ich denke, ich würde ihm blind folgen, wenn es sein muss. Ich glaube, das ist Vertrauen, aber ich würde es nie zugeben, weil ich mich selbst anlüge und immer zu behaupte, dass ich niemandem vertraue. Ich will kein Lügner sein, denn es nagt an mir, aber es geht nicht anders im Moment. Wenn Jonas mich von der Therapie abholt, dann fragt er nicht, wie es war, weil er weiß, dass ich es ihm nicht sagen werde. Ab und zu, wenn er nachts in meinen Armen liegt, erzähle ich ihm etwas von mir. Und es ist schön und es ist genug und er nickt und versteht und ich verliebe mich noch einmal. Ich hatte noch nie so etwas Gutes wie mit dir, habe ich ihm vor 3 Wochen gesagt und ich habe es gemeint, das war keine Lüge. Über meinem Bett hängt ein Polaroid von Jonas auf meiner Couch, schlafend nach einer Spätschicht. Ich sehe es mir an und lächle etwas, aber das hört man nicht am Telefon. Jonas erzählt mir, dass er ein Kompliment für seine lackierten Nägel bekommen hat und dass es eigentlich ein Kompliment für mich gewesen sei. Immerhin habe ich sie ihm lackiert. Danke. Meine Stimme klingt trauriger, als ich bin. Und ich ziehe meine knochigen Knie näher an meinen Oberkörper. In der Hoffnung, dass es mir gut tut. Als ich gestern auf den Ellenbogen gefallen bin, hat Jonas mir ein Pflaster auf die Schramme geklebt und gepustet. Ich musste lachen. Die Schramme ist nicht tief und das Pflaster ist nicht nötig, aber irgendwie tut es gut. Es tut gut zu wissen, dass sich jemand um mich sorgt, selbst wenn ich es gerade nicht tue oder kann. Seitdem ich Jonas kenne, bin ich nicht einsam und nur selten allein. Meine 4 Wände verschlucken mich immer weniger. Ich bin froh.
Ich weiß nicht, ob ich glücklich bin, obwohl ich so gerne wäre. Es ist schwierig und manchmal tut es weh, aber es gibt gute Momente zwischen Sommerregen, staubigen Bücherregalen und Traubenschorle. Und immer ist Jonas da. Jonas ist bei mir und ich bei ihm, wenn er nicht schlafen kann, weil er sich stundenlang in vergangenen Dingen verliert. Dann trinken wir Tee und Jonas redet Ewigkeiten und ich nicke. Jonas weiß, was er fühlt und was er möchte. Er weint, wenn es ihm gut tut. Das erste Mal, als ich ihn habe weinen sehen, war es wie 10 Tage Regen. Aber er sagt, es hilft ihm und ich glaube ihm. Zum Jahrestag habe ich ihm bunt gemusterte Taschentücher geschenkt. Er hat sich gefreut. Genauso wie Jonas weint, lacht er und ich lächle mit. Er gibt sich hin mit allem, was er hat. Erst hat es mir Angst gemacht oder es hat mich überfordert. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ständig Angst, Menschen zu verlieren, einfach weil ich zu viel bin. Aber Jonas ist viel. Jonas ist alles und noch mehr, als ich gerade sehen kann. Und es ist nie zu viel. Er ist genau genug. Aaron? Jonas' Erzählung scheint beendet zu sein. Ich strecke mich und sehe zur Kerze auf dem Nachttisch neben meinem Bett. Etwas Wachs läuft den dunkelgrünen Kerzenständer aus Glas hinunter. Ich habe nicht aufgepasst. Und nicht richtig zugehört, sonst wüsste ich sicher, dass Jonas eine Antwort von mir erwartet. Alles okay? Fragt Jonas. Ich kann mir vorstellen, wie er mich dabei mit großen, braunen Augen ansieht. Am Anfang war er manchmal zu besorgt. Er kann nicht meine Sorgen für mich tragen. Ihre Last würde ihn sicher erdrücken. Jonas weiß das natürlich, aber er würde es sicher versuchen, würde ich ihn nur lassen. Ich lege meinen Kopf wieder auf das Kissen. Der Bezug ist alt und verwaschen und nicht mehr weich, außer Jonas ist hier. Nicht weniger als sonst. Ich lächle. Dankeschön.